Genau, der Tom macht sich jetzt auf den Weg nach Hause und wir fahren noch ein bisschen im Regental rum. Tschüss, Tom! Ja, hallo, heute willkommen zu einem neuen Abitur-Video. Diesmal mal ein bisschen anders, weil, naja, eine richtige Tour in dem Sinne ist das ja eigentlich gar nicht, sondern eigentlich eher nur ein kleiner Ausflug. Wir sind jetzt hier im Regental, gar nicht weit von Regensburg, in der Nähe von Nittenau, für die, die es mal auf der Karte nachgucken wollen. Und ich habe jetzt gerade den Tom noch ein Stück begleitet. Der war nämlich bei mir für ein paar Tage, weil an seiner Arbeit ein paar Sachen zu tun waren. Das ist jetzt hier nicht Gegenstand des Videos. Und das ist halt hier einfach eine traumhaft schöne Gegend. Und wenn man jetzt hier schon mal unterwegs ist, habe ich mir gedacht, vielleicht interessiert es den einen oder anderen mal ein bisschen mitzukommen. Und was wir jetzt machen, wir fahren jetzt hier von in der Nähe von Nittenau, von Marienthal aus, fahren wir das Regental aus entlang zurück nach Regensburg. Das ist nämlich vielleicht jetzt hier auch mal eine ganz gute Gelegenheit, mal eine Frage zu beantworten, die mir öfters gestellt wird. Und ich glaube, um die Antwort auf diese Frage soll es jetzt hier in diesem Video jetzt auch mal primär gehen. Die Frage ist einfach die, wie funktionieren eigentlich diese langsamen Touren, dieses, ja, den Weg zum Ziel machen. Wie klappt das in der Praxis? Wie schafft man das? Und das jetzt hier ist gerade so ein ganz klassisches Beispiel dafür. Ich bin die Hauptstraße drüben hier durchs Regental bestimmt schon, ach was weiß ich, 500 Mal gefahren oder was, keine Ahnung. Und hier an der Ortschaft Hirschlingen bin ich seitdem immer nur vorbeigefahren. Und jetzt gerade habe ich einfach mal beschlossen, jetzt fährst du da einfach mal hin. Einfach aus dem Grund, du warst da noch nie. Und was habe ich davon? Nun, ich habe davon, dass ich hier das Schloss Hirschlingen, das jetzt vielleicht nicht das ganz große Baudenkmal ist, aber doch ein schönes altes Schloss. Als ich das gesehen habe, dass ich auf der Tafel oben ein bisschen was über die Geschichte des Schlosses gelesen habe und darüber gelernt habe und dass ich eben hier diesen Platz hier am Regen entdeckt habe. Das ist hier ein Freizeitgelände mit Badeplatz. Im Sommer geht es hier wahrscheinlich richtig zu. Jetzt, mein, heute ist der 17. November. Jetzt ist hier schön ruhig, jetzt ist es hier still. Die letzten Tage waren sehr schön und haben irgendwo auch gut getan. Es ist immer schön, wenn Freunde zu Besuch sind, wenn man ein bisschen Zeit mit Leuten verbringen kann, die man nicht immer sieht. Aber es hat halt auch die Arbeiten an der Antums Ape gebracht und das ist irgendwo dann auch anstrengend. Und da tut es dann gut, wenn man dann einfach mal so ein bisschen, ja, ein bisschen auf die Bremse tritt. Mal ganz bewusst langsam macht, ganz bewusst anhält und mal für ein paar Minuten raustritt aus all dem. Es ist nämlich eben wohl tatsächlich genau das Geheimnis, die Quintessenz des Ganzen. Das bewusste Entschleunigen, das bewusst langsam machen, das bewusst stehen bleiben. Einfach mal anhalten. Und auch einfach mal die Stille genießen. Ich glaube, darum geht es. So funktionieren diese Touren. Thank you.
jetzt sind wir wieder kurz vor Regensburg und damit, naja, eigentlich auch am Ende des Regentals. Und damit dann natürlich auch am Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es diesmal, naja, mal ein bisschen was anderes war als sonst. Und ich wünsche euch natürlich wie immer gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!